Ich habe leider 0. Aber trotzdem, Applaus müssen wir. Gib mal bitte mit Applaus. Ich kann gerade nicht klatschen. Daniel, der klatscht für mich direkt mit. In dein Gesicht. Es freut mich, dass die Polizei super Dienst hier leistet. So ein Dreckswetter. Von wegen Sonne, 20 Grad. Alter, ich krieg mir den Arsch ab. Verdammter Mist, Alter. Tobi, den hättest du gerne, wa? So ein schönen Roller. Ja, Freunde, neue Woche, neues Video. Wetter leider nicht so geil wie erhofft. Wir machen das Beste draus. Instagram hier oben, falls ihr noch nicht gefolgt habt, könnt ihr mal gerne reingucken. Ist immer irgendwas am Start. Hier kommen irgendwelche anderen Leute. Freut mich auf jeden Fall, dass nicht die meisten die Flinte ins Korn geworfen haben und jetzt doch noch angerollt kommen. Guten Tag. Moin. Tuner durch und durch. Also original. Und eingefroren. Ach, jetzt sehe ich erst die Fußrasttaste ab, wegen dem Auspuff. Oh, oh, was? Die Strebe muss ich abmachen, ja. Hm. Hi, ich bin Sigi. Hi. Hallo, wie geht's? Ich bin der Skopel. Hallo. Oh, ist das auffällig, ey. Aber kennst du nichts, ne? Bist du schmerzbefreit? Jo. Auf dem Treffen bin ich, jetzt ist ein bisschen voller geworden. Und wir haben hier einen Überraschungsgast, haben wir ja nicht mit gerechnet. Wo sind wir jetzt hin? Scheiße. Dann nehmen wir Skopel so lange. Ja, ist egal. Wen meinst du denn? Dich jetzt. Ach so, ist ja keiner anderer weiter da. Ja. Sag mal was Schönes. Ich dachte, du kennst schon jemanden anderen. Was Schönes. Ist kalt. Okay, hast du recht. Ist wirklich kalt. Ja, aber sein Star. Er ist heute mit dem Star da. Freut mich sehr. Passiert ist nichts. Er ist super durchgekommen. Könnt ihr mal eben gucken, ist fertig geworden, der Gerät. Ja, die meisten kennen den schon, aber... Wenn ihr schon mal alle hier seid, dann sollen wir gleich mal durchgucken. Wisst ihr Bescheid. Ja. Hier ist noch ein Moped und da ist ein Moped. Ich gehe mal einfach durch. Hier ist mein Moped, kennt ihr ja alle schon. Ja. Hier ist Tobi sein Moped. Habt ihr wahrscheinlich auch schon erkannt. Hier mal ein bisschen MZ. Auch was Feines. Ich gehe einfach mal durch. Das sind hier die Querdenker, die parken immer andersrum. Ach ne, sind nur noch zwei, okay. Hast du noch nicht umgedreht, Schlingel? Ja, sorry. Ist egal, jetzt ist zu spät, jetzt ist verrissen. Hier haben wir noch was mit einer GoPro dran. Da könnt ihr mal eine Kamera sehen. Okay, weiter geht's. Ja, seht ihr mal, ist schon ein bisschen voll geworden. Wie gesagt, ganz sind wir ja noch nicht durch. Was hast du jetzt noch angebaut hier, sag mal? Wird ja immer voller an deinem Moped. Ja, was ist denn jetzt wieder neu gekommen? Den hast du auch neu. Genau, Tagfahrlicht. Ein Tagfahrlicht hat er sich jetzt noch angebaut. Ja. Die Hupe ist dafür weg. Ach nee, die ist auf der anderen Seite. Neue, ja. Die hast du auf der anderen Seite jetzt angebaut. Ja. Okay, dezent. Ich würde sagen, ich bleib hier mit bei Skopel ein bisschen kleben. Ja. Ja, damit wir einen schönen Umbau entdecken. Oh, wir haben zwar schöne Mopeds hier entdeckt. Es sind viele, viele tolle Mopeds. Da kommen ja noch mehr Leute. Holy crap. Wahrscheinlich kommt jetzt der Organisator. Original-MZA, auf jeden Fall. Auf jeden Fall original. Hier duftet es schon mal wunderbar. Wie an einer ostdeutschen Tankstelle, würde ich sagen. So, wir sind hier auf dem Jugendtreff 1985. Herzlich willkommen. Ups. Ist das voll hier. Der Albatros sperrt alles ab. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Und wie ist da unten die Luft? Die ist dünn. Oh. Mach nochmal. Wir haben Rot. Mach nochmal. No, 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 no.
anständig Profil, oder? Ja. Hast du mal anständig Profil drauf? Ja. Ja. Geht schon. Ob man das darf, weiß ich jetzt nicht. Sieht auf jeden Fall geil aus. Sind nur wir der Meinung, dass wir stehen bleiben müssen? Ja. Jetzt haben wir Glück. Jetzt Lücke ist noch Platz. Servus! Guten Tag! Alter Maler! So, dann mal los hier. Oh, es riecht ja sehr gut. Der Scope hat vergessen, sein Blinklicht auszumachen. Das sieht man bis sonst wohin. Da ist er wieder, der Albatros. Sehr, sehr voluminös. Polizei auch am Start, habe ich gerade schon gespottet. Aber wir brauchen uns ja keine Sorgen machen. Alles original, von daher alles cool. Boah, wenn ihr wüsstet, wie das hier riecht, ja? Und ich stehe wieder mit Skopel hier. Du kennst nix, oder? Du hattest für die ganze Zeit vergessen, deinen Blick auszumachen. Ja, ich kann doch wieder nur hinlaufen. Das schnurrt wie ein Kätzchen. Läuft! Hier müssen wir warten. Da sind sie. Ätzend! Welcher Knopf ist für die Laute jetzt? Der rote. Ach, der da oben. Ach so. Die er sich da gemacht hat. Wenn er sucht in den Videos, wenn er wüsste, wie das Moped mal ausgesehen hat, geil. Und wieder mal rot. Da haben wir es wieder mal erwischt. Wieder rot. Ja nicht. Wem willst du das erzählen? Wir haben jede Ampel rot. Jede Ampel. Wahnsinn. Ich warte mal hier auf den Skopel.
Gopel müsste hier irgendwann mal kommen. Bleibt er denn? Da ist er. Da ganz hinten kommt er. Der alte Edeltuner. Da ist er. Ah, sieht schon geil aus, oder, Freunde? Da könnt ihr mal gerne was unter die Kommentare schreiben. Das sieht ja mal mega baba aus. Alter Vater. Ey, das sieht so geil aus, ja. Wo du hier gerade angefahren kamst. Echt schön. Ja, natürlich. Ja! Das ist schon chillig, Alter. Das ist mega chillig. Hoch hinten mit dem Landmeer. Guckt euch das mal an. Hammergeil. Und dieser Arsch zu verlieben ist der Arsch. Raus! Guten Tag! Wann jetzt? Waren Sie schon da? Mann, waren wir langsam. Jack war da gerade noch eben zu sehen, ganz kurz. Die Stadt ist eh zu. Ach nee, Freunde, ist das schön. In meiner Stadt so eine große Ausfahrt, ist das schön. Immer schön hier durchzufahren. Ich mag das, ich liebe meine Stadt. Und der Skopel, der liebt auch meine Stadt. Was? Ist doch so, oder? Du liebst doch meine Stadt, oder? Na logisch. Guckt euch das hier einfach mal an, das sieht doch schön aus. Ich liebe es. Auch wenn hier gerade gebaut wird, aber das bleibt ja nicht aus. Man muss hier bauen, damit was schön wird. Hast du gehört? Alle folgen den Trabi, nur er weiß nicht wohin. Geil. Ein bisschen. Dezent. Also ein ganz schöne Ausfahrt. Außerhalb finde ich, ist ein bisschen dolle auseinandergezogen. Man könnte ein bisschen mehr drauf achten. Oder einfach mal nicht so schnell fahren, dass die Gruppe nicht immer so auseinandergerissen ist. Die waren schon unten an der Elbe. Dass du hier gerade mal in Tangermünde reinkommst, ist ein bisschen, ja, useless. Und wieder runter an den Hafen. Ja, da ist es auch am schönsten. Ich kriege mal da noch ein schönes Foto hin. Das wäre natürlich toll. An, wie voll das da ist. Alles cool. Der skuppelt schon wieder. Der rattert sich da noch einen Wolf ab. Der rattert sich da einfach mal noch so einen Wolf ab. Ist ja okay. So, ich denke mal, ich verabschiede mich hier von der kleinen Runde. Die fahren auf jeden Fall noch weiter. Die fahren über Bismarck und wieder zurück nach Stendal. Guckt euch das mal an, wie viele Leute. Ich fahre hier einfach mal ein paar Mal dran vorbei. Guckt euch das mal an. Alles voll mit Mopeds. Ich will jetzt nicht durchzählen. Hier vorne noch ein paar andere Geschichten. Auf jeden Fall richtig schmucke Sachen bei. Ist nicht gerade klein geworden. Ist schon eine größere Ausfahrt. Der Wartburg auch mega geil. Ich umkreise sie einfach mal ein bisschen. Ja, ich lasse die Bilder ein bisschen noch für sich sprechen. Ja, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich so langsam, aber sicher. Ich fahre nochmal zu dem Skopel.
Der müsste irgendwo gleich auftauchen. Wo ist denn der Skopel? Ist der liegen geblieben? Wo ist er? Da ist er! Da ist er, der Skopel. Ja. Dann sehen wir den auch noch mal kurz. Daniel! Auch geil, mit dem Standlicht drin. Also, der hat so viele Sachen an seinem Staff. Der hat so viele Sachen an seinem Star dran. Ich bin ja dafür, dass ich eine kleine Runde Star fahre. Eine ganz kleine? Du wirst ihn nicht lieben. Ich werde ihn nicht lieben. Ich kann mir vorstellen, dass der sich auf jeden Fall steif Star fährt. Ja, stimmt. Ja, aber lass mal eine kleine Runde fahren. So. Aber machen wir aber vorher an. Ich denke, es ist ein bisschen komplizierter, oder? Nicht? Heute bist du unvertraut. Holy shit, hier, das sieht auch geil aus. Hier sind so viele Sachen, die einfach mal schön sind. Oh, die Gasannahme, wow. Oh, Freunde, ich fahr seinen Star. Ist das schön. Er fährt, wie ich gesagt hatte, er fährt sich härter. Das kannst du nicht vergleichen mit einer S51, schon ja nicht mit einer Enduro. Das ist was ganz anderes, aber es fährt sich wirklich schön. Man merkt eben, alles ist leichtgängig. Hier ist alles, es ist neu, es ist wirklich wie ein neues Fahrzeug. Und natürlich ist es knüppelhart und das bleibt nicht aus, ganz ehrlich. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Fährt sich echt gut. Ich drehe mal hier einfach mal so um. Das fühlt sich wirklich schön. Ja. Ist toll. Wirklich ein schönes Moped, ey. Ja. Hier ist das Horn. Ist schon sehr laut. Da vorne kommt die Polizei. Oh mein Gott. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir machen ja nichts Schlimmes. Von daher alles schick. Wirklich sehr toll geworden. Ich war natürlich dementsprechend vorsichtiger mit dem Ding. Guten Tag. Ich will nur anhalten. Alles gut. Alles gut. So, wir gehen hier nochmal. Ja, warum jetzt Polizei da ist, ist mir nicht so ganz bewusst, aber ist egal. Wir gehen hier einfach mal durch. Bisschen lang. Das ist schon anständig voll geworden hier. Das ist schon richtig anständig voll geworden. Wirklich gut. Polizei, weiß ich jetzt nicht warum. Kommt wahrscheinlich noch ein Auto, kannst du kommen. Egal, dann ist es halt so. Meine Güte. Ich denke mal eher Führerscheinkontrolle, weil es ja prädestiniert ist, so ein Moped dafür zum Schwarzfahren. Ja. So, ich bin auf jeden Fall raus. Die Herren von der Polizei, die werden wohl ihren Dienst verrichten. Sollen sie ruhig machen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, ist auch gut für uns. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag und dann. Bis dann, ciao. Ich habe leider nur, aber trotzdem, Applaus müssen wir, gib mal bitte mit Applaus, ich kann gerade nicht klatschen. Daniel, der klatscht für mich direkt mit. In dein Gesicht. Es freut mich, dass die Polizei super Dienst hier geleistet hat. So, alle könnt ihr jetzt atmen erstmal alle durch. Alle atmen durch. Unsere 60er wurde nicht. War jetzt hier ein Schwarzfahrer unter uns? Nö. Na doch, eh angeblich. Okay, jetzt noch mal ganz zum Schluss. Ich glaube, einer war hier ohne Führerschein unterwegs. Also, Versprechung, wir fahren jetzt über Lüderitz Richtung Bismarck, fahren nach Finzelberg und dort über Keten, wie schon gesagt, nach Bismarck. Bismarck Netto Parkplatz, nächster Stopp. Geil. Das ist ja mal geil. Ja.
Ah, oh, schön, jetzt fahren die hier mit euch mit, das ist doch schön. Ja. Oh nee. Oh nee. Hat er hier durchgesprochen, nein, ist der Organisator. So Freunde, trotz allem, es ist viel passiert. Ich drehe mich um, weil die Polizei dann nochmal wegfährt, nicht wahr? Grüße geht raus an die Polizei. Wie gesagt, ich habe da gar nichts gegen, wenn kontrolliert wird. Ordnung muss sein. Willst du was sagen, Zack? Yeah. Jetzt fahren sie alle los. Es ist voll. Es ist sehr voll. Sehr, sehr voll. Tobi dreht wieder durch. Schöne Hupe. Oh mein Gott! Hey! Fresh! Sehr fresh! Hey! So, wie man sieht, es ist sehr voll. Andere Seite ohne euch, ich kann ja nicht so viel zeigen, wie hier los ist. Und ihr schön mit Trabi, ja? Ja klar, darf nicht fehlen, wa? Ja, selbst lackiert, sag mal. Nee, hab ich so irgendwo. Aber sieht schon geil aus, oder? Na gut, ich wünsche dir noch viel Spaß. So, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt muss er nur